So, jetzt sind wir schon mal im richtigen Gefilde. Ich glaube mal, dass es hier lang geht. Wenn hier jetzt halt im nächsten Gebiet eine Torsteuerung auftaucht, dann seid ihr in die falsche Richtung gegangen. Okay, wir sind richtig. Und da ist ein Necrophobia. Okay, das sollen wir mal besiegen. Ja, schadet nicht. Wir machen ja genug Schaden. Von dem aus. Von dem her aus, dann ist das auch kein Problem. Weitere Necrophobia, aber die besiegen wir jetzt mal nicht. Keine Zeit dafür. Jo. So, tut mir leid, hab nur kurz was besprechen müssen. Wie ihr gesehen habt, ich bin nur noch ein Gebiet weitergegangen. Folgt einfach den Weg hier. Da müsstet ihr zu diesen beiden kommen hier. Und dann ist hier eine Dreierabzweigung, aber ihr müsst in diese gehen hier. Und dann müsste sich schon der Schatz erkenntlich zeigen, beziehungsweise man dürfte ihn schon sehen. Und zwar hier ist er. Da ist jetzt eine 20%ige Chance, dass er drin ist. Also wenn wir Glück haben, ist er gleich beim ersten Mal drin. Ne? Oder wenn er überhaupt da ist. Weil da ist noch ein anderer Schatz, der immer zu 100% da ist, glaube ich. Dazu mal schweben, damit wir den Schatz öffnen können. Ein Waisenring. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das war, glaube ich, der eine. Und da würde sich jetzt, glaube ich, noch ein Ding... Was ist der? Ist der tot? Oder ist sie tot? Wo kommen die denn her? Schau, das habe ich eben gemeint. Das habe ich eben gemeint, dass die Idioten nachkommen durch die Scheißgebiete. Habt ihr das gesehen? Das ist doch zum Kotzen. Oh, das ist echt... Das regt auf. Warum können die sowas? So. Auf jeden Fall haben wir mal alle besiegt. Ich werde das jetzt einfach mal so lange machen, bis ich das Scheißding hier bekomme. Und dann sehen wir uns, während ich das bekomme, einfach hier wieder. Ja. Bis gleich, ne? Bis gleich. So, hier müsste nun der Schatz sein. Hier müsste Excalibur vergraben sein. Wenn ihr den ersten Schatz öffnet und danach hier dieser Schatz erscheint, dann ist auf jeden Fall Excalibur enthalten. Das ist diese Mega-Waffe, die können wir uns gerne mal anschauen. 128 hat sie sogar. Ich habe mich sogar geirrt, um einen Punkt. Und die werden wir jetzt für Barsch ausrüsten. Weil den habe ich die ganze Zeit mit der heiligen Pike rumgurken sehen. Hier. Allerdings erstmal die Lizenz. Und dann haben wir's. Okay. Wo war denn das Excalibur? Hier oben. Wo ist ein Barsch? So. Drachentöte ist hier auch noch. Und hier haben wir Excalibur. 160 kostet der Shit. Nicht schlecht. Aber lohnt sich total. So, hier haben wir's. Das sieht doch ziemlich mächtig aus, das Ding. Da ist es. Geilo. Auf jeden Fall eine Waffe, eine Muss-Waffe. Ich will jetzt nicht... Doch, will ich. Ich muss... Gut. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben eigentlich schon noch ewig Zeit, oder? Ja, gut.
Na, ich würde sagen, ja, doch, doch, ich tue es kurz cutten und dann sehen wir uns. Schau mal, wo wir uns sehen. Bis gleich. So, ja, ihr seht richtig, wir sind hier in der Gareth Heimat Yahara. Und zwar werden wir uns diesmal um... Ah ja, übrigens, Level 49 sind wir auch noch geworden, durch die ganzen Monster in Megachrist. Wir werden jetzt eine kleine optionale... Oh, wie soll ich sagen? Isper besiegen, beziehungsweise ergattern, die man aber schon viel, viel früher, beziehungsweise nachdem man den Morgensplitter erhalten hat, erholen... Oh, ist Regenzeit? Lol. Hätte holen können. Da die aber uns noch ein bisschen zu stark war, widmen wir der uns jetzt, allerdings ist jetzt natürlich ein bisschen schwächer und zwar ziemlich schwach. Die hat gerade mal knappe 39.000 und bietet uns eigentlich jetzt, wo geht's denn eigentlich lang? Ich weiß gar nicht, wir schauen kurz auf die Karte. Da müssen wir hin. Hier. Da gehen wir noch kurz hin. Nein, hau ab, du Scheißschlange. Ich will dich nicht. So. Genau. Nachdem wir dann die Espa besiegt haben, das werde ich euch auch noch verraten, gehen wir erstmal schön leveln. Ich zeige euch, wo, beziehungsweise wie lang ihr das machen solltet und wo natürlich der beste Ort ist für das jetzige Level. Das werde ich euch alles zeigen, keine Sorge. Keine Sorge. Aber zuallererst schalten wir erstmal die Espa aus. Und zwar gehen wir jetzt in ein neues Gebiet. Und zwar hier runter. Da waren wir noch nie. Glaube ich zumindest mal. Nee, eigentlich waren wir noch nie, weil hier ein Fragezeichen ist. Schauen wir mal. Okay, wo sind wir denn hier? Zetinian-Grotten. Wir waren, ach genau, wir waren hier, glaube ich, schon mal. Ja, von der Westwüste Damaska aus, glaube ich. Genau. So, wir hauen uns kurz hier mal in Leviteger rein. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Fakt-Zustandsveränderungen, etc. Mal schauen, was die ganzen Gegner hier so können. Die sind, glaube ich, nicht arg so stark. Da, Stufe 38. Wir sind natürlich ein bisschen überlevelt hier. Ups, Einschlag. Trümmer-Grimoire. Ah, oh, du kleines Arschloch. Boah, ihr seht schon, wie viel Schaden Barsch macht. Auch 6700. Ist das nicht heftig? Das ist ebenfalls eine so... Ah, oh, reg mich nicht auf, ey. So. Wo müssen wir denn lang? Keine Ahnung. Ich glaube hier nach oben. Das ist eigentlich wurscht. Lauter Gegner, ey. Ziemlich viele aber auch. Das regt mich auf, dass die halt, dass die sich halt immer porten und das ist dann echt nervig. So. Ich glaube, Fran machen wir auch bald mal zu einer Nahkämpferin, weil die teilt eigentlich fast gar keinen Schaden aus. Und da werden wir dann auch eine neue Waffe holen. Dö. So. Miau. Und da wir jetzt die Technik Fernangriff haben, es ist ein fliegender Gegner, den man sonst nur mit Zauber zurichten könnte, können wir einfach so angreifen, wie es wäre ein normaler Bob. Oder Gegner. Wie auch immer. Greift es an, gibt dieses Ding an. Bam. Dann machen wir jetzt auf einmal nur 5000 Schaden. Wahrscheinlich wegen Courage oder so. Bam. Zwei erdkristallierten Augentropfen. Werden wir auch bald brauchen, Augentropfen. Ah, oh, Arschloch! Ha ja! Döden, 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 döden. So, schauen wir mal. Hier sieht man schon, die Karte ist ein bisschen verzerrt. Das zeigt, dass hier der Boss ist.
So, da haben wir den lieben Boss. Und zwar Adramelch ist sein Name. So, jetzt sind noch ein paar. Alter, 9099. Ciao, Fernangriff. Ihr seht schon, er ist kein Problem für uns. Ah, diese Gegner hier unten sind nervig. Was hat er jetzt eingesetzt? Halleluja, das sieht ein bisschen dramatisch aus, ist es aber nicht. Stopp, okay. Es geht eigentlich. Stopp, zum mal kurz beheben. Magie. Ah, toll, du kleines Arschloch. Du kleines Arschloch. Wir müssen... Ah, shit. Da müssen wir den mit dieser Kronos-Trainer oder so topfen. Hier, Kronos-Trainer. Heilen! Der Typ lässt jetzt wieder nichts zu. Können wir uns mal um seine Scheiße untertan hier. Ja, für die Ficker hier an. Die Fickerchen hier. Bam. Lichtblitz. Ich kann den Typen nichts mehr anrichten. So, jetzt geht's wieder. Das müsste auch gleich Geschichte sein. Kümmern wir uns noch ein bisschen um die anderen. Die sollen ja nicht allein gelassen werden. Aber ist gleich Geschichte. Dann machen wir es schnell, sonst setzt er wieder eine Barriere ein. Oh, das war's schon. So, und da ist die Espa befreit. Und geht in unseren Besitz über. Ist das nicht schön? Das ist einfach nur wunderbar. Ja, obwohl die Beste nicht so Stärke, so stark ist, ich mache das jetzt mal so vollständigkeitshalber natürlich. War das nicht die einzigste? Oh, Beschwörungslizenz, Hescher, Adramelch. Erhalten. Natürlich war das nicht die einzigste versteckte Bestie. Werden jetzt aber erstmal leveln. Dann werden wir Mobs erledigen. Und dann werden wir uns diesen... Ach, falsch. Diesen Ispan widmen, die dann schon ein wenig anspruchsvoller werden als dieser hier. Natürlich. Und darum gehen wir leveln. Eventuell für jetzt noch ein bisschen zu schwach sind, ja.